לפתוח את האצבעות ולסגור אותן. אתה יכול לרחוס כפתורים. Ishak Adir ist der eifrigste und berufenste Lehrer und Botschafter der Mund- und Fußmaler Israels. Dank seiner pädagogischen und menschlichen Fähigkeiten gelingt es ihm mühelos, dieser Generation den Umgang mit Behinderten zu zeigen und Begeisterung für deren Arbeiten zu wecken. Ishak ist Professor an der Kunstschule in Ramat HaSharon. Zweimal pro Woche gibt er sein Wissen an Lehrerinnen und Therapeutinnen weiter. Ishak studierte Elektronikingenieur. Mit 24 Jahren verlor er durch einen Motorradunfall in Tel Aviv den Gebrauch von Armen und Beinen. Als Mundmaler begann er eine neue Existenz aufzubauen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Stillleben und Landschaften von außergewöhnlicher Qualität zeichnen die Werke dieses Mannes aus. Für seine Vielseitigkeit sprechen die verschiedensten Maltechniken.